Willkommen zurück zu Flight Pilot Simulator. Laut der aktuellen Umfrage ist dieses Spiel hier auf dem dritten Platz. Das heißt, ich werde es weiterbringen, allerdings nicht so ganz aktiv. SFS und Minecraft P sind raus. SimCity Builder ist erster und Clash of Clans ist zweiter. Aber davon wollen wir uns nicht ablenken lassen. Ich habe merkwürdigerweise nur einen Lotteriespin. Egal. Machen wir weiter. Bergtour mit unserem Learjet. Überprüfe die Lage der Pyramide auf deinem Radar. Ah, da ist die Pyramide schon. Landung autorisiert, Radar überprüfen und landen. Da unten soll ich landen. Fahrwerk raus, Bremsen raus, runter. Verdammt, die Geschwindigkeit ist zu hoch. Wir sind viel zu schnell. Okay, einfache Geschwindigkeit. Hochziehen. Komm. Und yay. Brems. Das Flugzeug nicht bremsen will. Ich drehe mal besser. Am Ende fahre ich hier noch runter. So. Geschafft. Was? Nur 2 Sterne? Das machen wir nochmal. Wo war bitte der Stern? Wo ist der Stern? Ist der hier auf dieser Seite? Müssen wir anders anfliegen? Bitte, wo ist der Stern? Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo der Stern ist. Wo ist der Stern? Wo? Leute, es gibt keinen Stern hier auf der Map. Wo ist der Stern? Ich drehe jetzt einfach um und suche den Stern. Da ist der Stern. Okay. Hätte man einmal drehen sollen und dann den Stern holen sollen? Wartet mal. Ich starte mal neu. So. Stopp. Wo ist der Stern? Da. Da ganz oben. Neben Pause. Man muss ja übelst nach oben ziehen dabei. Jetzt haben wir ihn. Okay. War, glaube ich, ein bisschen verbuggt. Keine Ahnung. Irgendwie. Ach, egal. Hauptsache, wir haben den Stern jetzt.
Das war wirklich eine gute Landung, muss ich sagen. Wir sind ganz schön sanft aufgekommen. Muss ich mal öfter probieren. Ja, natürlich kriegen wir jetzt nicht mehr so viel Geld. Das ist natürlich ein bisschen doof. Habe ich euch schon das letzte Mal erklärt, oder? Ich glaube schon. Verlassen. Bettflug. Max Fighter, Split Fighter, Fire. Ist ein anderes Flugzeug, kann das sein? Ja. Ist viel größer. Aber nicht schneller. Hat weniger Handling und weniger Gewicht. Also der ist ganz schön schlecht im Gegensatz zu den hier. Aber ich glaube, der kann das Fahrwerk einklappen. Und hat dadurch halt weniger Gesamtlast, was auch immer, weniger Luftwiderstand. Ja, das war das Wort. Rauch anmachen. Das ist wirklich ein einfaches Level. Wir müssen einfach nur die ganze Zeit zwischen diesen beiden Bögen durchfliegen. Und hier ist schon das Ziel. Also das war wirklich mehr als einfach. Hui. Oh. Man kann in diesen Leveln nicht kaputt gehen am Ende. Naja, Kapitän. Noch ein Lotterielos. Notfall. Ja. Der Airbus 333. Den habe ich euch schon mal gezeigt, glaube ich. Da wurde es mir vorgeschlagen für irgendwie 100.000 oder so. Jetzt kostet der einfach 325.000. Den könnte man auch nehmen. Wäre auch, glaube ich, leichter, weil der halt kleiner ist und weniger Gewicht hat. Aber, naja. Ich hole mir erstmal den hier. Hier wird's echt kompliziert. Wie gesagt, Notfall. Warte, ich halte mein Smartphone nie richtig, wenn ich das Spiel starte. So. Das hier ist ein dicker Brocken, aber im Gegensatz zu diesem Mac Douglas 10 ist das gar nichts. So, hoch. Oh Gott. Pilot mit dem linken Triebwerk, stimmt irgendwas nicht. Warum heißt dieses Spiel wohl Notfall? Triebwerkversagen. Oh je, Mini. Beeilung, lande so schnell wie möglich. Als ich das privat gespielt habe, bin ich immer direkt hier auf dem Boden gelandet. Aber das darf man nicht machen. Leider. Man muss am Flughafen landen, nämlich am besten auf dem da rechts oder hier auf dem links. Was ich eigentlich nie gemacht habe. Das war ziemlich dumm von mir, dass ich nie links hingegangen bin. Das geht viel schneller und das linke Triebwerk zieht uns runter. Aber das hier reicht auch. Oder? Okay. Okay, wir versuchen es links nochmal, okay? Gut. So. Blabliblubli-bla, startklar. Abheben, Gas geben. So. Pilot mit dem linken Triebwerk, stimmt irgendwas nicht. Triebwerkversagen. Hoppla, wo kommt denn das her? So, dann ziehen, lassen wir uns mal nach links ziehen. Ich halte mein Smartphone gerade gerade, aber das linke Triebwerk zieht uns extrem runter. Hey, das ist ja voll klug, hier hinzugehen. Ja gut. Ja, okay. Okay. Komm, 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 komm.
A10 nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Oh, knapp. Wir sind fast wieder runtergerollt. Und der ganze Bildschirm zittert immer noch. Klasse freigeschaltet, juhu. Rettung. Annehmen und wir nehmen den Learjet. Ist an sich einer meiner Lieblingsflugzeuge hier. Er ist klein, schnell, kann relativ viele Leute beinhalten. Und ja. Das ist auch eine relativ einfache Mission. Einfach den Stern erstmal einsammeln und dann ein bisschen durch die Berge fliegen. Hui. Seht ihr die kleine Figur da unten? Landen. Okay. Dann landen wir mal irgendwo. Folge dem Kontrollpunkten. Schon kapiert. Ach nö. Wir müssen wieder da landen. Warum? Nö, ich mag da nicht landen. Ich mag da halt nicht landen. Kann man eigentlich auf anderen Flughäfen landen? Ich meine, eben bei der Notfallmission hat es ja auch irgendwie eigentlich geklappt immer. So, versuchen wir noch so eine gute Landung hinzukriegen. Ganz langsam und vorsichtig jetzt hochziehen. 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 Ah, die war nicht ganz so sanft. Flugzeug ist einmal gehüpft. So, ich glaube, eins machen wir noch. Und danach ist die Folge auch schon vorbei. Ach ja, das ist der Typ mit der Lebertransplantation oder sowas. Beeilung, Pilot. Jetzt starten, Pilot. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit. Der Passagier braucht eine Lebertransplantation. Siehst du, habe ich doch gesagt. Fliege so schnell wie möglich den Zielflughafen an. Es ist im Grunde Fliegen nach Kontrollpunkten. Mit schlechtem Wetter. Und das in einer begrenzten Zeit. Wenn man alles beim ersten Versuch schafft, dann schafft man das mit knapp einer Minute Überhang. So, so, so. Seht ihr, ich bin schon am Flughafen und es sind halt noch 10, naja, fast 10 Sekunden. Also wenn man es nicht komplett versaut, ist diese Mission echt einfach. Ah, 45 Sekunden sogar noch. Und diese Antonove, die brauchen wir auch irgendwann. Für eine Mission, die kostet ja 1,44 Millionen. Ist natürlich ziemlich ziemlich klug, sich dann so einen Haufen Münzen für 6 Euro zu kaufen, um das sich dann zu holen. Kann man ja eigentlich. Nein, kann man nicht. Schade. Ich dachte, hier könnte man sich irgendwelche Münzen durch Werbung kaufen können. Ihr wisst, was ich meine. Dann würde ich das Ewigkeit machen und mir das dann holen. So, Lotteriespin. Heute leider nur 2, aber ich glaube, es ist okay. Drop Power-Up. Keine Ahnung, was das ist. Und
Fackel im Power-Up, ja toll, zum dritten Mal oder so. Naja, egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Vielleicht in 2 Wochen oder so. Wie gesagt, das bringe ich nicht so aktiv. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann irgendwann wieder. Tschüss.